Im Herbst des vergangenen Jahres, liebe Zuschauer, fand im Pergamonmuseum in Berlin eine Sonderausstellung zu sensationellen Grabungsfunden aus der Volksrepublik China statt. Zu sehen waren die berühmten Tonfiguren von Kriegern und Pferden aus der Jin-Dynastie. Der Dokumentarfilm Das Grab des Kaisers Shi Huan Di zeigt unter anderem jene Tonfiguren an der Ausgrabungsstätte, bevor sie ihre Reise in die Museen der Welt antraten. Willkommen im Spielhaus, liebe Jungen und Mädchen. Gleich lasse ich euch hinein zu Kasi und Schlapper, zu Masine, zu Defi und zu den anderen. Zuvor möchte ich aber euch erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön im Namen aller sagen. Es sind in letzter Zeit so viele Briefe hier eingetroffen, dass es die Spielhausbewohner, die sich natürlich ungeheuer über eure Post freuen, gar nicht schaffen, all diese Briefe zu beantworten. Von Gundula Winkler aus Unterwellenborn kam sogar ein Päckchen mit selbstgebasteltem Inhalt hier an und die Freude war natürlich bei allen riesig groß. Also, allen fleißigen Briefeschreibern viele herzliche Grüße von der Spielhausmannschaft. Und nun aber seid ihr sicher gespannt, was ihr heute im Spielhaus erleben werdet. Ich wünsche euch viel Spaß.